dieser Studie ist das schon der erste Schritt. In dieser Studie auf Seite 7 steht, die Minister sollten mehr mit Familien am grünen Tisch sprechen und nicht über sie. Das ist auch eine Aufforderung, nicht nur an Sie, aber auch an Kabinettskollegen. Meine Frage, die erste Frage ist, wann werden Sie anfangen, durchs Land zu ziehen und mit den Eltern zu sprechen, um dann Ihre Probleme wirklich nah zu erleben? Meine zweite Frage, ich war jetzt am Wochenende, am Sonntag in Poznań, in Polen, habe dort an einer Pressekonferenz teilgenommen, wo der Vorsitzende des Petitionsausschusses, Herr Libicki des Europaparlaments, ein Schreiben an Sie vorgestellt hat, weil der Petitionsausschuss des Europaparlaments hat schon über 200 Petitionen bei sich als Eingang verzeichnet, die die Problematik der Jugendämter betreffen. Das heißt, die Jugendämter sind ein Problem hier in Deutschland und meine Frage ist an Sie, ob es nicht sinnvoll wäre, mit einer Initiative hier zu starten, die Jugendämter abzuschaffen und durch eine neue Behörde, aber ich, wenn ich weiter ausführen darf, und durch eine neue Behörde zu ersetzen, ich komme zur Frage, ich weiß, dass sie unangenehm ist, aber trotzdem, weil gestern habe ich mit einem Wirtschaftsberater gesprochen und der sagte natürlich, wenn eine Behörde es nicht mehr schafft, sich selber zu finden und zu organisieren, dann muss man sie zerschlagen und etwas Neues gründen, denn die Kevin-Fälle und andere Fälle, das sind Fälle, wo das Jugendamt versagt hat. Das heißt, und über diese Jugendamtversagung wird das alles natürlich auf die normalen Eltern übertragen. Meine Frage ist, indem ich Ihnen erstens sage, Sie sprechen mit einer Ministerin, die nicht anfangen muss, mit der Familie zu sprechen, sondern die mittendrin lebt. Gut. Ich habe zum Beispiel die 500 Mehrgenerationenhäuser, die wir in den letzten 2 Jahren geschaffen haben, ich glaube 50 oder 60 habe ich inzwischen besucht, da ist das pralle Leben, was ich täglich erlebe, und heute Abend bin ich im Elternabend der Klasse 3a meiner eigenen Kinder. Da habe ich die Eltern hautnah da, die im Augenblick Grundschulkinder haben, und wir sprechen darüber, was in der Schule los ist. Das zur ersten Frage. Zweite Frage, Jugendämter. Natürlich ist eine berechtigte hohe Aufmerksamkeit inzwischen da. Wie können Jugendämter gut funktionieren? Wir haben aber auch gelernt, und das ist das Entscheidende, dass Jugendämter vor allem gemeinsam mit dem Gesundheitswesen, Kinderärzten, Hebammen, gemeinsam mit der Polizei, die wissen, wer in einer Familie schlägt zum Beispiel, also wer gewalttätig ist in einer Familie, eng zusammenarbeiten müssen, auch mit den Kindergärten. Und genau das sind die Strukturen, die wir gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten, ich glaube es war der 16. Dezember, bei der Bundeskanzlerin verabredet haben, sie besser miteinander zu vernetzen. Ich halte überhaupt nichts davon, von Ihrer Frage, die Jugendämter zu zerschlagen. Im Gegenteil, ich halte es für richtig, gute Institutionen immer wieder auf ihre Qualität und Arbeit hin zu überprüfen und vor allen Dingen zu gucken, was sind die modernen Anforderungen. Die modernen Anforderungen für das Jugendamt heute sind vernetzen mit anderen guten Institutionen wie dem Gesundheitswesen, wie zum Beispiel der Polizei oder wie zum Beispiel Kindergarten und Schule. Ja gut, aber es gibt keine Rechtsaufsicht, keine Fachaufsicht über die Jugendämter. Die